Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen und übernehme hier direkt mal wieder den P-Kanal nach langer Zeit. Denn es wird wieder Zeit für ein Full Day of Eating. Ich bin gerade in der Wettkampfvorbereitung und es sind noch gute 12 bis 13 Wochen bis zum ersten Wettkampf der Saison. Und ich zeige euch heute mal wieder, was ich so esse, um etwas an Gewicht zu verlieren. Gestartet bin ich mit 146 ungefähr vom Höchstpunkt in der Aufbauphase. Ich komme gerade von der Waage und es sind 138 heute Morgen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und während mein Frühstück jetzt hier schon in der Mikrowelle seine Runden dreht, können wir die Zeit mal für meine Morning Supplements nutzen. Da geht als allererster Linie mal Glutamin an den Start. Das habt ihr hoffentlich alle auch im Programm. Nicht, weil es so unglaublich viele Muskeln aufbaut, aber weil es ganz andere tolle Eigenschaften hat. Glutamin ist erstmal super entscheidend für eure Darmgesundheit und auch für euer Immunsystem. Das heißt, es bringt euch gar nichts, wenn ihr euer Essen nicht richtig verdaut oder dementsprechend dauernd krank seid. Von daher ist Glutamin eines der besten Supplements überhaupt, wenn es darum geht, euch da leistungsfähig zu halten. Die Einnahme am besten über mehrere Zeitpunkte auf den Tag verteilen und möglichst auf leeren Magen. Deswegen jetzt hier auch direkt vor dem Frühstück. Und damit spülen wir jetzt hier auch erstmal den ersten Schwung Tabletten hinter. Ist ganz komisch, das trinke ich immer lieber aus dem Glas, aber so Booster und so aus dem Shaker. So ein Ding. Wie dem auch sei, was war jetzt hier alles drin? Gesundheitssupplements. Datokinase, ein natürlicher Blutverdünner und noch unzählige weitere Eigenschaften auf eure Gesundheit. Natürlich enorm wichtig, denn gerade in der Wettkampfvorbereitung sind ja wieder einige Faktoren am Start, die dazu führen können, dass das Blut über die Zeit zu dick wird und das dann Risikofaktoren für die Gesundheit darstellen könnten. Von daher hier Natokinase eine tolle Möglichkeit dagegen zu halten. Die eigentliche Verzehrempfehlung sind 2000 Einheiten am Tag. Das ist auch völlig vernünftig so, denn in Deutschland gibt es ja Regularien, an die muss man sich halten. Und auch an die muss Peak sich natürlich auch halten, wenn sie das hier an die, auf die Dosen draufschreiben. Aber es gibt da auch Grauzonen, habe ich mir sagen lassen, wo es schon mal Situationen geben könnte, wo man das auch mal höher dosieren kann. Und da ganz bestimmten Umständen. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in so einer und greife da auf 4000 morgens und 4000 abends zurück. Zeige ich euch dann heute Abend aber auch nochmal genauer. Deswegen jetzt hier schon mal die erste Ladung. 2 Kapseln, 4000 Einheiten Natokinase. Das nächste Produkt ist Cholesupport. Unheimlich wichtig, gerade in Verbindung auch mit der Natokinase. Ist auch wieder das Schöne, dass die Produkte sich gegenseitig ergänzen, um die Blutfettwerte in einem gesunden Rahmen zu halten. Das heißt, Cholesterinprofil, Triglyceride und der ganze Spaß ist ja auch gerne mal am Kippen, wenn der Körper ordentlich unter Belastung ist, wie bei mir jetzt. Und um da, ja, Frühstück ist fertig, das ist immer das beste Geräusch morgens, um da ordentlich gegenzuhalten, die Blutwerte in einem vernünftigen Rahmen zu halten und die Wettkampfvorbereitung hier gut durchzustehen, Cholesterinsupport bei mir auch mit drin. 4 Kapseln morgen, 4 Kapseln abends. Auch nochmal eine Sache, die ich ein bisschen höher mache. Ist sicherlich nicht für jeden unbedingt so nötig. Sowas sollte man immer von Blutwerten abhängig machen. Ja? Idealerweise macht ihr die sowieso regelmäßig, auch als Naturalathleten kann es durchaus Sinn ergeben, das in regelmäßigen Abständen mal zu machen. Nicht nur, damit ihr euch besser fühlt, sondern auch, damit ihr nichts liegen lasst in Bezug auf eure Leistungsfähigkeit. Wenn ihr irgendwo Mangelzustände habt, ist das wieder eine Sache, die euch halt enormen Fortschritt kosten kann. Von dem her, Cholesterinsupport auch mit dabei. Und morgens ganz wichtig, der Kidney Support, Produkt, um die Niere zu schützen, aber auch den Blutdruck zu regulieren. Und da würde ich euch immer empfehlen, das Ganze morgens einzunehmen. Während ich jetzt hier Cholesterin Support und so weiter aufteile, auf morgens und abends, nehme ich den kompletten Kidney Support morgens, denn hier ist einfach das Problem, das Ganze kann harntreibend wirken. Jetzt nicht, dass ihr 5-mal am Tag aufs Klo rennt, aber manche reagieren da so ein bisschen empfindlich und dementsprechend kann es Sinn ergeben, das Ganze schon morgens zuzuführen, damit ihr halt abends nicht irgendwie, wenn ihr das vom Schlaf nehmt, dann nachts eure Schlafqualität stört, indem ihr aufs Klo geht. 10 Kapseln Kidney Support jeden Morgen bei mir mit dabei. Außerdem natürlich ganz wichtig Vitamin D3 und K2. Das sollte euch allen mittlerweile auch ein Begriff sein. Das ist ein Gesundheitssupp, was in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Die Leute sind sich bewusst, dass das wichtig ist und dass man Vitamin D vor allen Dingen eigentlich nur dann auf natürliche Art und Weise synthetisieren kann, wenn der Körper der Sonne ausgesetzt ist. Und wie oft haben wir das schon? Selbst wenn hier die Sonne scheint, sitze ich den halben Tag am Computer oder bin halt im Studio. Da ist nicht viel mit Bräunen am Strand. Von daher Vitamin D ebenfalls dabei. Hier kann ich euch keine Dosierungsempfehlung geben, denn das ist super individuell. Das hängt davon ab, was euer Körper letztendlich draus macht. Und da habe ich schon die wildesten Sachen gesehen. Leute, die mit 2.000, 3.000 Einheiten außerhalb der Referenz waren. Ich war aber auch selber schon in Situationen, wo ich bis zu 20.000 genommen habe, um meinen Spiegel erstmal wieder hochzubringen. Also das ist eine Sache. Blutwerte sind hier auf jeden Fall auch entscheidend. Außerdem habe ich noch eine Packung Enzyme. Da ist gerade alle gewonnen. Ich bereite mir das ja immer so vor. Kann ich euch gleich mal zeigen. Meine Supplements hier immer in so Kästen dabei, da nehme ich das dann immer noch raus und packe das hier morgens hier rein, damit das alles möglichst schnell geht.
Und dementsprechend waren die Enzyme Packung jetzt schon alle. Da waren aber zwei Kapseln drin. Enzyme unglaublich wichtig, um einfach alle Nährstoffe auch bestmöglich verwerten zu können. Denn stellt euch mal vor, gerade wenn ihr sehr viel esst, ja, ist es natürlich so, dass der Körper da irgendwann nicht mehr wirklich hinterherkommt. Irgendwann limitiert dann, wie viele Muskeln ihr aufbauen könnt, vielleicht der Verdauungstrakt, ja, wie viele Nährstoffe noch aufgenommen werden können oder. Und um hier einfach mit gegenzuhalten, zwei Kapseln Enzyme zu jeder Mahlzeit, die sicherstellen, dass gerade die hohen Proteinmengen, ich bin jetzt bei knappen 440, 450 Gramm je nach Tag, Protein, dass die halt auch bestmöglich verwertet werden. Denn vergesst nicht, auch wenn ich jetzt mit so einem Körpergewicht durch die Gegend renne, der Verdauungstrakt ist ja noch der gleiche wie damals, als ich mit 60 Kilo angefangen habe. Von daher wollen wir den hier bestmöglich unterstützen. Und dann gibt es noch ein Produkt, was ich gerade am Testen bin, von der Konkurrenz, Phosphatidylcholin. Ich bin regelmäßig dabei, Sachen zu testen und wir sind ja auch dabei, Sachen weiterzuentwickeln, um halt zu schauen, wie sich zum Beispiel Sachen in den Blutauswertungen verändern, damit wir halt neue Produkte für euch an den Start bringen können, die dann gegebenenfalls nochmal mehr Verbesserungen hervorziehen. Phosphatidylcholin ist eine super interessante Form von Cholin, die die Leber unterstützen kann. Da bin ich ja immer so ein bisschen anfällig und habe in den letzten Jahren so einige Experimente gemacht und nachgeforscht, woran es liegen könnte. Dementsprechend ist das eine Sache, die mir letztens zugespielt wurde und ich jetzt hier gerade am Recherchieren und auch am praktischen Testen bin, wie sich das Ganze auswirkt. Und dann schauen wir halt, ob wir zum Beispiel Produkte wie den Liver Support noch dementsprechend erweitern können, wo eine Cholinform schon drin ist, aber wir natürlich immer auf der Suche sind, hier das Beste für euch rauszuholen. Und dementsprechend Phosphatidylcholin gibt es jetzt hier auch erstmal zum Frühstück dazu. Aber jetzt gehört, die Mikrowelle hat schon gerufen. Perfektes Timing. Mein Frühstück ist fertig. Jetzt gibt es hier nur noch eine Portion Orangen, frisch aus dem Kühlschrank. Ihr seht schon, bei mir ist immer alles vorbereitet. Die schmecken super geil. Macht das mal. Schneidet euch die mal schon vor, damit dieses ganze weiße Zeug euch so sein. Und dann stellt die in den Kühlschrank. Schmeckt so unglaublich gut, wenn die so schön kalt sind. Richtig erfrischend. Und hier zum Frühstück gibt es jetzt eine dicke Schüssel. Da sind drin Reis, 100 Gramm Kartoffeln, hier nicht so viel, um die Verdauung jetzt nicht zu sehr zu belasten, aber trotzdem ein bisschen Kalium zu liefern. Außerdem für Protein Hähnchen, Eiklar und auch ein Vollei für ein paar Fette und Mikronährstoffe. Das ist die perfekte Kombi für mich, die mir jetzt erstmal hier, wie gesagt, ordentlich Nährstoffe liefert, aber meine Verdauung nicht allzu sehr belastet. Denn das ist die Mahlzeit vor dem Training und dementsprechend wollen wir jetzt ordentlich Energie tanken, damit es nachher auch abgehen kann. Dann nehmen wir euch dann natürlich auch mit, aber die Verdauung jetzt hier nicht für 3 Stunden lahmlegen. Schaut euch das an. Diese Pre-Workout-Mahlzeit esse ich tatsächlich schon seit Jahren. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal was anderes gegessen habe. In meinen ersten Jahren habe ich immer Haferflocken morgens gegessen, bis ich mal gemerkt habe, dass das vor dem Training eigentlich gar nicht so geil ist und die Verdauung eher lahmlegt. Und irgendwann bin ich mal auf die Mischung gekommen. Orangen auch unter anderem deswegen, denn das ist das Lebensmittel vom Obst her, was den höchsten Sättigungsindex hat. Es gibt so 2, 3 Lebensmittel, wie Kartoffeln zum Beispiel auch, die extrem sättigen. Und weil ich einfach so verfressen bin und immer Hunger habe, ist das hier eine Sache, die mir super in die Karten spielt, weil ich dann einfach dementsprechend nicht so einen riesen Appetit habe. Von daher würde ich sagen, auf geht's. So Leute, Frühstück ist schon mal durch. Gute 1000 Kalorien sind verflogen wie nix. Echt ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber das ist ja bei mir nichts Neues. Und ihr seht schon, mein Tag startet hier wie gewöhnlich am Computer mit ordentlich Lichtbeschallung für meinen Biorhythmus. Das ist der Geheimtipp für den Schlaf mit den Tageslichtlampen. Ja, und ich starte am Computer, aber nicht wie gewöhnlich. Da hat sich bei mir in der Vergangenheit ein bisschen was getan. Hat nämlich das Angestelltenverhältnis, wo ich vorher war, beendet. Das hat mich überhaupt nicht erfüllt und kann mich jetzt auf eine Sache konzentrieren, die mir da wesentlich mehr Erfüllung gibt, und das ist Vollzeit-Coaching. Habe mich in der Vergangenheit immer schon ein bisschen begleitet, habe nebenbei immer schon ein paar Leute gecoacht, aber das Problem war einfach, dass mit so einem Vollzeitjob da nebenbei natürlich einfach nur eine begrenzte Anzahl von Leuten möglich ist, was sich jetzt Gott sei Dank geändert hat. Habe richtig Spaß daran und bin jetzt gerade hier zum Beispiel noch dabei, einen Plan fertig zu machen. In dem Sinne, falls ihr da Interesse habt, loszulegen und dass ich euch da irgendwie unter die Arme greifen kann, meldet euch gerne, einfach eine Nachricht bei Insta schreiben. Und dann können wir sehen, wie wir da zusammenkommen. Ja, und da würde ich sagen, den Plan mache ich jetzt noch fertig. Und danach geht es jetzt erstmal wieder frisch zu machen. Sieht schon wieder aus wie ein Neandertaler. Von daher ist jetzt reinhauen angesagt, dass wir auch bald mal loskommen.
So, Freunde, wieder frisch gemacht, fühle mich wieder wie ein neuer Mensch. Und jetzt fehlt nur noch eins. Ich habe seit wenigen Wochen jetzt Hörgeräte am Start. Denn alle, die mich vorher schon mal getroffen haben, werden gemerkt haben, wie unglaublich schlecht ich höre. Das ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen, dass ich mal zum Arzt gegangen bin, um das mal abchecken zu lassen. Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass ich auf dem rechten Ohr nur 10% Hörleistung ungefähr hatte. Und ja, habe mich also nicht getäuscht. Und da musste auf jeden Fall was gemacht werden. Und da habe ich mir jetzt Hörgeräte anfertigen lassen und ich sage, es ist wirklich so, als ob man vorher nur Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt hat und dann auf einmal Farbe guckt. Das ist ganz krass. Ich nehme die Welt so anders wahr. Nebengeräusche und so. Manchmal bin ich irgendwie in neuen Situationen und denke mir, krass, das ist so anders, weil die ganze Umgebung auf einmal neu wahrgenommen wird. Und deswegen ist es immer so ein magischer Moment, wenn ich die reinmache. So von beim Duschen und so lasse ich die natürlich aus, die dürfen nicht nass werden. Deswegen ist das meistens so der Zeitpunkt, wo ich die einsetze und dann so richtig ins Leben eintauche. Ja, wir tauchen jetzt aber erstmal hier in meine Pre-Workout-Routine ein. Da gibt es einiges zu sagen, denn das ist total tagesabhängig, was ich hier zusammenstelle, um wirklich alles aus dem Training rauszuholen. Wir wollen ja im Training ein paar Faktoren abdecken. Und zwar wollen volle Leistungsfähigkeit erreichen und vor allen Dingen auch Hydration. Das heißt, wie ist der Zustand mit Flüssigkeitsversorgung in euren Zellen? Denn nur wenn die optimal geregelt ist, werdet ihr A, dann auch dementsprechend eure Performance liefern, auf der anderen Seite einen ordentlichen Pump haben und dann noch letztendlich Muskeln aufbauen. Genau, und deswegen haben wir ein paar Produkte am Start, die auf jeden Fall nicht fehlen sollten. Ganz vorne mit dabei, Kreatin. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Eines der günstigsten und vor allen Dingen best erforschten Supplements überhaupt. Sollte bei jedem definitiv mit drin sein. Hier habe ich persönlich jetzt 5 Gramm in meinem Pre-Workout-Shake mit drin. Viele machen das mit in den Intra. Das ist sicherlich auch irgendwo okay. Aber behaltet im Hinterkopf, Kreatin kann in Wasser mit der Zeit zerfallen. Weshalb es dann unwirksam wird, das passiert jetzt nicht sofort. Aber je länger ihr das liegen lasst, desto wahrscheinlicher ist es. Das heißt, wenn ihr den jetzt zum Beispiel zu Hause schon anmischt und dann noch irgendwie eine halbe Stunde ins Studio fahrt und dann 3 Stunden Beine trainiert oder so, ist halt die Frage, wie viel denn noch ankommt. Von daher mache ich es einfach in meinem Pre-Workout-Track. Bei Kreatin ist es auch gar nicht so wichtig, wann ihr das nehmt. Hauptsache, ihr habt es einmal am Tag genommen. Das ist viel, viel wichtiger. Und wenn ihr es mal morgens vergessen habt, dann macht ihr es halt nochmal abends oder so. Völlig egal. Hauptsache, einmal am Tag die Speicher aufgefüllt. Das ist viel wichtiger, als wenn ihr euch da jetzt super viel Gedanken macht, um welchen Zeitpunkt. Das heißt, Kreatin hier definitiv mit am Start. Ja, und dann ist schon die große Frage, wollen wir heute mal aufs Ganze gehen oder nicht? Denn es gibt 2 Möglichkeiten. Ich würde euch den Epic Rage empfehlen, wenn es wirklich knallen soll. Hier sind Stimulantien drin, die dafür sorgen, dass ihr auch nach einem langen Tag, irgendwie, wenn ihr total durchhängt, schlecht geschlafen habt und so weiter, trotzdem Gas geben könnt. Muss man natürlich auch einsetzen, wenn es nötig ist. Wenn ihr den jeden Tag nehmt, dementsprechend nicht mehr diesen tollen Effekt haben, wenn ihr dann mal wirklich darauf zurückgreifen müsst, wie ich jetzt heute, denn wir werden das Training heute natürlich auch für euch filmen und da ich mir da nicht völlig blamiere, gönne ich mir heute mal wieder eine Portion Epic Rage. Das Ding auf jeden Fall, wenn es richtig scheppern soll und das tut er auch definitiv. Meiner Meinung nach von der Zusammensetzung her der beste Booster auf dem deutschen Markt. Kein Schnickschnack drin, sondern wirklich nur Sachen, die wirken. Das Ding scheppert auf jeden Fall. Für alle anderen Tage, wenn ihr nicht unbedingt Koffein, Stimulantien und so weiter nehmen wollt, würde ich euch den Nootropic empfehlen. Nootropic ist eine Zusammensetzung, die verstärkt auch euren Fokus und den Tunnelblick so im Training, aber komplett ohne euren Schlaf zu stören, weil hier wirklich gar keine Stimulantien drin sind. Das heißt, so habt ihr die Möglichkeit, jetzt wirklich individuell zu entscheiden, brauche ich heute den Epic Rage? Falls nicht, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, hier euer Training nach vorne zu bringen, auch von der mentalen Fähigkeit, euch zu fokussieren und so weiter und dann einfach auf den Nootropic zurückzugreifen. Das mache ich immer so ein bisschen tagesformabhängig. Peak hat hier für beide Situationen was die beste Mischung am Start. Und so greifen wir heute aber auf jeden Fall auf den Epic Rage zurück. Eine Sache, die auch nie im Training fehlen sollte, ist Epic Pump. Denn der sorgt nicht nur für einen ordentlichen Pump, weshalb das Training natürlich gleich wieder doppelt so viel Spaß macht, sondern, was viele gar nicht wissen, der sorgt dementsprechend auch für mehr Leistungsfähigkeit und wieder für mehr Zellhydration. Das heißt, eure Zellen werden besser mit Flüssigkeit versorgt. Das macht hier zum Beispiel das Taurin hier drin, super wichtiges Supplement. Und das Citrullin und so weiter wird auch wieder dafür sorgen, dass ihr letztendlich mehr Wiederholungen schafft und eure Leistung noch ein bisschen abpuffern. Das heißt, das Ganze ergänzt sich hier, ihr merkt das schon so ein bisschen, aber das ist halt auch wieder eine Komponente, die komplett ohne Stimulantien und diesen ganzen Kram funktioniert, weshalb das definitiv auch bei einem späten Training am Abend für alle, die irgendwie vor dem Schlafen gehen, nochmal irgendwie trainieren und so weiter, eingesetzt werden kann und auch sollte. Hier auch wieder kein Schnickschnack, bewährte Inhaltsstoffe in einer vernünftigen Dosierung. Das ist ja auch immer so das Problem bei vielen Supplements, dass da so eine Liste draufsteht, was da alles für Zutaten drin sind. Und hört sich erstmal alles schön und gut an, aber wenn man dann mal ganz genau hinguckt, sind die alle so minimal dosiert, dass da nicht ein einziger Wirkstoff mal überhaupt eine vernünftige Dosierung hat. Epic Pump auf das Wesentliche konzentriert, das in den Dosierungen, die knallen. Und deswegen bei mir auch im Pre-Workout mit dabei. Außerdem werden wir gleich noch hinzufügen, das flüssige Glycerol, auch ganz neu. Relativ neu bei Peak am Start. Ihr kennt das vielleicht schon aus dem Epic Pump Unlimited und habt jetzt hier einfach nochmal die Möglichkeit,
das Ganze individuell hinzuzufügen, wenn ihr das möchtet. Das sorgt auch nochmal für bessere Hydration in der Zelle. Also ihr merkt schon, das mit der Hydration steht hier ganz klar im Vordergrund. Und das nicht zu Unrecht, dann ist wirklich einfach eine wesentliche Komponente, um euer Training nochmal besser zu machen. Ihr merkt schon, das ist auch so ein bisschen Baukastenprinzip. Man kann sich hier wirklich dazu stacken, was man will. Ich hole jetzt natürlich hier das Nonplusultra raus. Das ist die Rundumversorgung, die wirklich euer Training von vorne bis hinten abdeckt. Wenn es jetzt ums Budget geht, würde ich euch empfehlen, bleibt bei dem Epic Pump. Da macht ihr nichts falsch. Das ist das von der Rundumversorgung definitiv die beste Wahl. Und dann gönnt euch wenigstens ab und zu mal den Epic Rage dazu. An den schlechten Tagen seid ihr zu 90% abgedeckt. Weil ich aber wirklich alles rausholen will, gibt es auch noch eine Portion Betain dazu. Erhöht ebenfalls eure Performance. Die Zellhydration wird ebenfalls wieder verbessert. Und ganz wichtiges Supplement, um euren Homozysteinspiegel zu senken. Das ist ein Entzündungsmarker, der unter Umständen, gerade in solchen körperlichen Belastungsphasen wie bei mir jetzt, auch mal bisschen durch die Decke geht, was langfristig halt nicht wirklich förderlich ist für die Gesundheit. Von daher super wichtiges Supplement, was nicht nur mein Training verbessert, sondern auch noch meine Blutwerte. Von daher gibt es jetzt hier das noch dazu. Genau, die Kapseln habe ich hier schon. Und da ist auch eine Portion Eisen und Vitamin C mit dabei. Denn alle, die mich fleißig verfolgen, haben in letzter Zeit schon mitbekommen, ich habe einen Eisenmangel, was ich so vorher noch nie gedacht hätte, und gehe das hier konkret jetzt an. Bei Eisen müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, denn es gibt ultra viele Faktoren, die die Eisenaufnahme stören. Kaffee zum Beispiel, andere Nahrungsmittel wie Milchprodukte, andere Mineralien wie Kalzium oder Magnesium in hohen Mengen können alles die Aufnahme von Eisen stören. Von daher sollte man Eisen immer möglichst auf leeren Magen nehmen. Bei mir ist jetzt das Frühstück ungefähr 2 Stunden her, das ist ideal. Mein Magen ist wieder so gut wie leer, so sollte es ja auch sein vorm Training. Und deswegen nehme ich meine Eisensupplements immer direkt vor dem Training. Ihr könnt es aber auch irgendwie nachts beim Pinkeln machen oder wenn ihr irgendwie wirklich große Abstände habt zwischen den einzelnen Mahlzeiten, dass ihr dann dementsprechend da einfach sicherstellt, dass das auch bestmöglich aufgenommen wird. Pre-Workout an sich habe ich mir schon vorbereitet. Das mache ich immer so, ihr seht schon hier, Pre, dass ich die Gesundheitsdosen nehme. Davon habe ich einige, schau mal hier. Ganze Schublade voll als Backup und die anderen sind noch im Schrank, also ich habe 200 Dosen davon oder so. Hebt die mal alle auf, da kann man super schöne Supplements drin vorbereiten. Ich mache mir dann diese ganzen Mischungen schon, Pre-Workout, Intra-Workout und so weiter, alles schon fertig, damit ich jetzt nicht hier alle Dosen wieder einzeln aufmachen muss, sondern dann nur noch rausnehme. Das Ganze hier dementsprechend einmal reinmache und dann kann es halt schneller gehen. Solche Sachen sind halt einfach unglaublich entscheidend, dass ihr hier mit der Zeit effizient arbeitet. Gerade auf dem Level, wo ich jetzt bin, kommt dann wieder so viel Schnickschnack und Feinkram dazu, wo es dann einfach wichtig ist, dass man nicht hier jeden Tag von vorne anfängt. Und in dem Sinne, jetzt noch hier Tabletten hinterher. Epic Pumpen Geschmack zur Watermelon. Absoluter Knaller. Von der Farbe. Das Ganze wirkt jetzt hier erstmal und dann würde ich sagen, machen wir uns auch langsam auf den Weg ins Training. Heute stehen Schultern bei mir an. Wir sind im Training angekommen. Wie gesagt, heute stehen bei mir Schultern an. Das ist ein Training, was gegebenenfalls auch mal ein bisschen länger dauert. Alleine schon, weil mein Warm-up dafür unheimlich lang ist, um erstmal überhaupt die Mobilität und so weiter reinzukriegen. Und von daher ist ein Intra-Workout natürlich Pflicht, um die Leistungsfähigkeit auch bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Da geht schon mal ganz gerne mehr als 2 Liter bei mir drauf. Ist auch wichtig, dass ihr euer Intra-Workout dementsprechend mit viel Flüssigkeit mischt, damit das Ganze jetzt auch hier nicht dafür sorgt, dass euch das ewig im Magen rumliegt oder so und die Kohlenhydrate bestmöglich aufgenommen werden. Ich mache das dann auch wieder so, Intra-Flasche, Trichter. Und dann habe ich auch hier wieder meine Portion vorbereitet. Ihr seht schon, IN für den Intra. So, und das Ganze jetzt einmal hier aufgefüllt. Auch hier wieder, genau wie mit dem Kreatin, was wir vorhin besprochen haben. Diese Sachen sind nicht unendlich haltbar sozusagen und ihr solltet die nicht irgendwie den ganzen Tag schon im Wasser rumliegen haben. Von daher immer frisch anmischen, wenn es geht. Die Dosen helfen euch dabei. Und so kann ich mir jetzt hier à la minute meinen Intra vorbereiten. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist drin? Der zweite Einnahmezeitpunkt, wo ich auf Glutamin zurückgreife, auch hier wieder möglichst leerer Magen, ne, wie vorm Frühstück, damit wir hier die gesundheitlichen Vorteile davon nutzen können. Außerdem sind Elektrolyte drin, sprich Salz, ganz, ganz wichtig. Viele haben das immer nicht so auf dem Schirm, aber das, was man ausschwitzt, muss man dementsprechend auch wieder nachfüllen, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Kohlenhydrate in Form von Clusterdextrin, das ist einfach die Kohlenhydratquelle, die gerade bei großen Mengen einen enormen Unterschied macht mit eurer Verdauung. Andere Kohlenhydrate, wie zum Beispiel jetzt so billiger Traubenzucker, können schon mal dazu führen, bei großen Mengen, dass die eher wie ein Stein im Magen liegen und sehr viel Wasser dort binden
und dann euch das Training versauen, weil ihr einfach total mit dem Verdauen zu tun habt. Clusterdextrin nicht, da könnt ihr auch wirklich große Mengen Intra-Workout trinken, ohne dass das eure Verdauung belastet und die Kohlenhydrate bestmöglich aufgenommen werden können. Und absolutes Herzstück natürlich im Intra, der nicht fehlen darf, Yummy EAAs. Leute, dieser Geschmack hier, Ice Candy, das steht für Eisbonbon. Und ihr kennt es alle, diese Eisbonbons, die diesen geilen kalten Nachgeschmack haben, mit diesem minzigen Geschmack. Das Zeug schmeckt einfach mal ganz genauso und hat sogar diesen Nachgeschmack. Ganz, ganz klare Empfehlung. Peak hat, was weiß ich, 20 Sorten an Geschmack bei EAAs. Ich nehme eine, weil die ist einfach so geil und kann mich einfach nicht daran satt trinken. Auch hier der Tipp für alle, die nicht genug trinken über einen Tag verteilt. Packt euch das Zeug mal in so eine 2-Liter Flasche und dann guckt mal, wie schnell die weg ist. Von daher, solche Probleme kann man auch ganz, ganz easy lösen. Aber bei mir sorgt es jetzt erstmal dafür, dass ich hier meine Leistungsfähigkeit aufrechterhalte, Muskulatur schütze und Proteinsynthese hier ordentlich nach oben kurbeln. Genau, das gehe ich mir jetzt hier erstmal auffüllen. Dann starten wir ins Training. Das findet ihr dann auf meinem Kanal, das werden wir auch für euch mitfilmen. Aber hier soll es heute um Essen gehen und damit der Rahmen nicht gesprengt wird, machen wir da ein extra Video und das schaut ihr euch dann auf meinem Kanal an. Schultertraining ist durch und ich würde sagen, der EP Pump hat auf jeden Fall wieder volle Arbeit geleistet. Er war ein saftiger Pump, ein tolles Training. Überall Steigerung trotz der Diät, genauso soll es laufen. Und jetzt wird es erstmal Zeit zu futtern. Bevor ich mich aber auf die nächste Mahlzeit stürze, gibt es jetzt erstmal Supplements. Und ihr seht schon, das ist immer meine Notfallbox. Da schreibe ich mir mal ran, damit ich nicht vergesse, was es ist, welche Supplements da gerade am Start sind. Und jetzt gibt es vor allen Dingen erstmal, müssen wir kurz warten. War jetzt natürlich schlau geplant. Hauptsächlich Magnesium, ganz, ganz wichtig, denn viele Leute stürzen sich nach dem Training immer irgendwie auf Kohlenhydrate und Zucker und so weiter. Ist ja auch alles schön und gut. Das ist aber nicht das Einzige, was im Training verbraucht wird. Elektrolyte werden enorm ausgeschwitzt und dabei nicht nur Salz, weil die Leute denken immer, Elektrolyte, das ist Salz. Nein, es gibt auch noch mehr. Chrom, Magnesium, Calcium und so weiter und so fort. Alle diese Mineralstoffe verliert ihr, wenn ihr schwitzt und müssen dementsprechend auch wieder zugeführt werden, damit euer Körper bestmöglich funktioniert und auch alle Funktionen bedient werden. Viele Leute fressen immer Cornflakes nach dem Training und sagen, ja, das ist denn so toll für die Insulinausschüttung und so weiter, wissen aber gar nicht, dass für eine optimale Insulinarbeit im Körper das Mineral Chrom in ausreichender Menge vorhanden sein muss. Das heißt, wenn ihr euch da die Cornflakes ohne Ende reinschüttet und dann aber keinen Chrom in ausreichender Anzahl habt, weil ihr alles ausgeschwitzt habt, werdet ihr auch keine perfekte Insulinantwort vom Körper bekommen. Das heißt, auf solche Sachen ist viel, viel mehr zu achten, als mal wieder dem neuesten Cornflakes-Trend hinterher zu rennen. Und dementsprechend gibt es bei mir auch keine Cornflakes, sondern erstmal Magnesium und Chrom nach dem Training. Und jetzt hier die nächste Mahlzeit voll mit Mikronährstoffen. Ihr seht schon, das ist wieder eine ordentliche Schüssel. Die Kalorien sind jetzt zum Zeitpunkt der Diät noch relativ hoch. Und ich habe jetzt hier Kartoffeln, Reis, Hähnchen, Eiklar und Spinat. Sehr viele Lebensmittel, die alle unterschiedliche Zwecke erfüllen. Spinat und Kartoffeln liefern mir wieder Mikronährstoffe, wie zum Beispiel auch Kalium, auch ausgeschwitzt. Reis ist eine leicht verdauliche Kohlenhydratquelle, die jetzt den Hauptteil der Kohlenhydrate ausmacht. Hähnchen ist eine leicht verdauliche Proteinquelle und die mische ich sogar noch mit Eiklar. Die ist noch ein bisschen schneller verdaulich für mich. Dementsprechend, Hähnchen ist übrigens auch eine gute Quelle für Chrom in der Ernährung. So das Beste aus allen Welten für mich und meine Verdauungsgeschwindigkeit, die ich jetzt hier brauche. Von daher wird jetzt erstmal reingehauen, Speicher wieder ordentlich aufgefüllt und dann geht es hier weiter im Programm. Leute, wir sind nicht bei den Tagesthemen, auch wenn ich hier ein cooles neues Mikro-Setup gefunden habe, sondern immer noch beim Full Day of Eating und ich muss gestehen, ich bin noch ganz schön verklatscht, denn ich habe mir gerade noch eine Stunde Mittagsschlaf gegönnt. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich euch mitgeben kann, denn unabhängig von den ganzen Nährstoffen, die wir hier zuführen und, erheblicher Faktor für eure Regeneration wird definitiv immer eure Schlafqualität sein. Und weil bei mir Mittagsschlaf immer sehr, sehr gewinnbringend ist, da fühlt sich jede Stunde tagsüber geschlafen an wie 3 in der Nacht, nehme ich das natürlich gerne nochmal mit. Macht das aber natürlich nur, wenn sich das in euren Alltag so integrieren lässt, dass ihr dann nicht noch euren Nachtschlaf beeinträchtigt. Das gibt es zwar auch bei manchen Leuten, ich habe das nie, aber hier auf jeden Fall nochmal eine extra Stunde Schlaf wird sich definitiv sehr, sehr positiv auf eure körperliche Entwicklung auswirken. Bevor wir uns jetzt hier in meinem Trance-Zustand zusammenreißen und uns erklären, was jetzt hier in der nächsten Mahlzeit ist, sage ich euch erstmal, was jetzt hier wieder für Supplements anstehen.
Das sind nochmal 2 Kapseln Enzyme und 2 Kapseln Betain HCL. Und jetzt ist Vorsicht geboten, denn normales Betain kennt ihr jetzt schon aus meiner Pre-Workout-Mischung. Betain HCL ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist auch das Betain, was genauso vorteilhaft ist für euch, aber gebunden an HCL, und das ist Hydrochlorid. Im Prinzip der gleiche pH-Wert wie eure Magensäure. Das gibt auch schon den Anstoß, wofür wir das verwenden. Es soll sozusagen einfach helfen, die Magensäure möglichst sauer zu halten, denn das muss sie sein, um Proteine bestmöglich spalten zu können. Jetzt hier in der Mahlzeit, werde ich gleich darauf eingehen, haben wir Rindfleisch am Start, was extrem schwer für den Körper zu verdauen ist. Und um hier auch sicherzustellen, dass alle Proteine nicht nur durch die Enzyme bestmöglich verwertet werden können, sondern auch dementsprechend die Magensäure hier mitspielt, in Verbindung mit dem Enzym Pepsin, führt das einfach dazu, dass sehr schwer verdauliche Proteinquellen, wie zum Beispiel Milchprodukte oder auch das Rindfleisch hier, bestmöglich verdaut werden und die Mahlzeiten dann hinten raus nicht leiden. Genau, deswegen hauen wir uns die jetzt als allererstes mal hinter. So, das Ganze am besten immer direkt vor der Mahlzeit und nicht erst hinterher, wenn das ganze Zeug schon im Magen liegt. Dann passt das ideal, dass ich euch jetzt noch was über die Mahlzeit erzähle und dann das Ganze jetzt hier sozusagen schon mal anfangen kann zu wirken. Genau, die Mahlzeit. Ihr seht schon, wieder schön bunt und mikronährstoffreich, wie sich das auch gehört. Nicht einfach nur wieder irgendwie einseitige Ernährung und einseitige Hühnchen- und Reisgeschichten, sondern, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben jetzt hier Steak. Ich variiere meine Proteinquellen auch über den Tag, nicht nur um ein vollständiges Aminosäurespektrum über den Tag zu ermöglichen, denn verschiedene Proteinquellen liefern euch verschiedene Aminosäuren. Und wenn ihr die über den Tag mischt, sorgt ihr einfach dafür, dass ihr am Ende des Tages dann alle wichtigen Aminosäuren aufgenommen habt. Aber es ist natürlich auch so, dass gerade Proteinquellen verschiedene Mikronährstoffe liefern. Wir hatten es vorhin schon mit dem Hühnchen, was uns dann gegebenenfalls Chrom liefert. Wir haben jetzt hier Rindfleisch, was eine absolute Mikronährstoffbombe ist und mindestens einmal am Tag auf jeden Fall in der Ernährung, sofern ihr das dann vertragt, beinhaltet werden sollte. B-Vitamine, Eisen, Zink, Kreatin und. Ganz, ganz viel Zeugs, was euch auf jeden Fall hilft, eure körperlichen Ziele zu erreichen. Von daher würde ich schon schauen, dass ihr hier einmal am Tag eine Portion rotes Fleisch, muss auch kein Rind sein, kann auch irgendwie Känguru, hole ich mir ganz gerne mal im Großhandel oder solche Geschichten halt. Rotes Fleisch macht sich auf jeden Fall bemerkbar in der Leistungsfähigkeit, dass ihr hier einfach gar nicht die Gefahr läuft, irgendwelche Mangelzustände zu erreichen. Genau, was gibt es sonst noch? Kartoffeln, die kennt ihr jetzt mittlerweile auch schon. Kalium und Vitamin C-Lieferant und außerdem ein Lebensmittel, was mich unheimlich sättigt. Rindfleisch ebenfalls, das ist auch nochmal ein Tipp für die Diät. Macht mal den Unterschied, erstmal irgendwie einfach so einen Reisbrei mit Whey oder erstmal eine Kartoffel mit einem Steak, das wird einen enormen Unterschied in eurer Sättigung machen, selbst wenn ihr die gleichen Kalorien aufnehmt. Von daher greife ich da mehr als gerne drauf zurück. Und außerdem finden wir natürlich wieder Reis, um die Kohlenhydratmenge hier einfach abzudecken, die über die Kartoffeln noch weiter hinaus notwendig sind. Hätten wir doch ein bisschen länger schlafen sollen. Und als Gemüsequelle haben wir jetzt hier Brokkoli. Hier auch nochmal abweichend von dem Spinat, den wir gerade hatten. Ähnliches Thema wie mit den Proteinquellen. Wir wollen möglichst viele Mikronährstoffe abdecken und daher auch nicht einfach nur den ganzen Tag 5-mal Spinat in sich reinschütten, sondern gegebenenfalls hier auch mal durchtauschen zwischen den Gemüsequellen, die ihr halt gut verdaut. Das ist nämlich das A und O. Gemüse bringt euch gar nichts, wenn ihr es denn dementsprechend nicht gut verdaut. Da müsst ihr wirklich sozusagen die beste Mischung finden, aus wie viel Nährstoffe liefert mir die Gemüsequelle. Dann sind wir mal ehrlich, zum Beispiel so ein Eisbergsalat, der ist halt einfach tot, da habt ihr gar nichts drin, wenn überhaupt ein bisschen Kalium. Aber ein Brokkoli oder ein Spinat, Grünkohl esse ich auch sehr gerne zum Beispiel, sind ja alles Gemüsequellen, die euch wirklich extrem gut versorgen in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe. Von daher gilt es hier auf jeden Fall auch wachsam zu sein, durchzutauschen und auszuprobieren, was ihr gut vertragt. Hier auch nochmal der Hinweis, ihr vertragt wahrscheinlich so ziemlich viele Gemüsesorten, eigentlich so ziemlich alle, wenn ihr diese erstmal richtig verarbeitet habt. Denn vieles Gemüse ist roh zum Beispiel überhaupt nicht bekömmlich, wie Brokkoli. Das macht bei den meisten Leuten extreme Probleme. Wenn ihr die aber erstmal vernünftig gekocht und verarbeitet habt, dann eben nicht. Das heißt, hier geht es auch mal nochmal zu schauen, nicht nur die Quelle an sich, sondern auch, wie verarbeitet diese Quelle vorher, um dann vielleicht möglich zu machen, dass ihr so eine tollen Nährstoffbomben wie Brokkoli dann dementsprechend auch in eure Ernährung einbinden könnt. Jetzt habe ich aber genug gequatscht, denn wir kommen noch bei dieser Mahlzeit auch gleich dazu, zum nächsten Schwung Gesundheitssupplements. Bevor ich mich jetzt hier aber totquatsche und überhaupt nicht mehr in meinem Mahlzeitenrhythmus bin und hinterherkomme heute, würde ich vorschlagen, ich verdrücke jetzt erstmal die Mahlzeit, dass ich wieder im Zeitplan bin und danach machen wir uns mal als Eingemachte, welche Gesundheitssupplements jetzt hier im nächsten Schwung bei mir zu Rate gezogen werden.
Mahlzeit ist verdrückt, jetzt fühle ich mich auch direkt besser und wir können uns ganz in Ruhe hier mal die Zeit nehmen, nochmal über die Gesundheitstabs zu sprechen, die ich jetzt einnehme. Da ist nämlich der Einnahmezeitpunkt gar nicht so unwichtig. Die sollten so weit weg vom Training wie möglich eingenommen werden, denn unter Umständen können bestimmte Vitamine oder auch Pflanzenstoffe dafür sorgen, dass eine entzündungshemmende Wirkung da ist, wie zum Beispiel auch Kurkumin, was ihr auch gleich Anwendung findet. Und das wollt ihr einfach nicht rund ums Training haben, denn was ihr da im Training macht, sind im Prinzip auch Entzündungen, die ihr im Körper hervorruft. Wenn ihr diese jetzt abschwächt, dann habt ihr natürlich da einen Effekt, wo ihr gegen euren Körper sozusagen arbeitet, gegen das, was ihr eigentlich erreichen wollt. Von daher gilt es, diese Entzündung in gewissem Maße schon einzudämmen im Körper, weil Entzündungswerte über der Range sind natürlich auch nicht erwünschenswert. Aber hier geht es so ein bisschen einfach aufs Timing zu achten, wann ihr diese zuführt. Bei mir ist jetzt hier erstmal für die absolute Grundversorgung eine Kapsel Ultra A bis Z dabei. Ich nehme mir zweimal am Tag eine, habe natürlich aber auch einen höheren Nährstoffbedarf als jetzt vielleicht ein Otto-Normalsportler. So. Alleine vom Körpergewicht und so weiter ergeben sich natürlich da auch Unterschiede, weshalb ihr wieder individuell gucken müsst, was ist dann für euch wirklich passend. Mit einer Kapsel macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Um hier meinen kompletten Bedarf zu decken mit allem drum und dran, bin ich mit zwei Kapseln dabei, weil mein Körper ja auch ordentlich unter Stress steht. Ihr habt es gesehen, ich setze schon auf sehr mikronährstoffreiche Lebensmittel. Trotzdem weiß man nie, ob man nicht irgendwo noch einen Mangelzustand hat. Und weil wir hier nichts verschenken wollen, in dem Sinne, einmal auf Nummer sicher zu gehen, Ultra A bis Z, tut ihr euch auf jeden Fall einen großen Gefallen, dass ihr da an allen Fronten ordentlich abgedeckt seid. Ansonsten habe ich noch Kurkumin angesprochen, zwei Kapseln vom Kurkumin Pro, das sind dann 500 Milligramm. Super wichtiges Supplement, auch was eure Gelenkgesundheit angeht. Ja, ihr werdet es deutlich spüren, gerade wenn es mal ein bisschen zieht und zwickt im Ellbogen und so weiter. Ihr kennt das alle vom Training. Da ist Kurkumin wirklich eine tolle Geschichte. Nicht nur um eure allgemeinen Entzündungswerte im Rahmen zu halten und eurer Gesundheit hier einen großen Gefallen zu tun, sondern vor allen Dingen auch um die Gelenkgesundheit zu unterstützen. Tolle Sache und auch zweimal am Tag bei mir mit dabei. Dementsprechend jetzt hier erst nach der zweiten Mahlzeit nach dem Training, dass der Körper jetzt genug Zeit hatte für den Adaptionsprozess mit den Entzündungsprozessen und so weiter. Wollte es jetzt nicht zu theoretisch gestalten. Und jetzt ist der erste Zeitpunkt, wo ich das Kurkumin nehme, weil es halt sozusagen so weit wie möglich vom Training weg ist, wie es nur geht. Da ich das aber auf zwei Portionen am Tag aufteile, weil ich halt über den Tag verteilt 1000 Milligramm, also vier Kapseln nehme, ergibt sich das so, dass ich jetzt eine Portion habe und dann nochmal kurz vorm Schlafen gehen zu meiner letzten Mahlzeit. Genau. Kommen wir zum Thema Lebergesundheit. Da gibt es zwei Supplements, die auf jeden Fall auf der Liste nicht fehlen dürfen. Eins ist N-Acetylcystein. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, dass auch dieser ACC, akut Hustenlöser und so weiter, das ist im Prinzip der gleiche Wirkstoff. Super, super wertvoll. Nicht nur, dass es schleimlösend ist, das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, sondern vor allen Dingen auch ist es super wertvoll in Bezug auf die Lebergesundheit, die ja gerade im Bodybuilding einiges leisten muss. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Leber ist das Organ, wo wirklich alles durchgeht. Hormone, Makronährstoffe und so weiter, alles muss irgendwie von der Leber verarbeitet werden und dementsprechend ist da einiges zu leisten. Gerade im Schwergewichtsbodybuilding könnt ihr euch das vorstellen und dementsprechend geht es hier natürlich Schritte zu gehen, das Ganze bestmöglich zu unterstützen. N-Acetylcystein, NAC, halten wir es jetzt mal kurz, ist auf jeden Fall ein super Mittel, denn das sorgt einfach dafür, dass euer Körper Glutathion produziert. Ein ganz, ganz wertvolles Antioxidant, was da sehr positive Eigenschaften auf die Leber hat. Das große Problem ist, dass wenn ihr Glutathion so nehmt, schon in der fertigen Form, ist das nicht so wirklich effizient für den Körper und die meisten Darreichungsformen sind nicht wirklich bioverfügbar, weshalb ihr euch da keinen großen Gefallen mit tut. Da ist es viel, viel sinnvoller, das NAC zuzuführen, denn der Körper macht sehr effizient daraus das Glutathion und habt unterm Strich sozusagen einen besseren Effekt. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte mit Citrullin und Arginin. Warum es eigentlich besser ist, Citrullin zu nehmen, und der Körper macht dann Umwandlungsprozesse und so weiter, Stoffwechselprodukte raus, die euch unterm Strich mehr bringen, als wenn ihr das Arginin einfach so nehmen würdet. Dementsprechend jetzt hier wieder genauso eine Geschichte. NAC auf jeden Fall bei mir mit dabei, auch in Krankheitsphasen ein sehr, sehr wichtiges Supplement. Ich verschreibe immer, natürlich kein Doktor, aber wenn mich mal jemand um Rat fragt, wenn er eine Erkältung hat, dann ist immer meine Standardversorgung 600 Milligramm NAC, 1 Gramm Vitamin C und 25 Milligramm Zinkbisglycinat dreimal am Tag verteilt. Das hilft nicht nur, solche Sachen einzudämmen, wenn die schon so am Kommen sind, sondern vor allen Dingen auch, wenn schon Sachen wirklich da sind und es euch schlecht geht, die dann schnellstmöglich wieder loszuwerden. Genau, also da auch ein bisschen Präventation und hier auf jeden Fall auch mit dabei. Zweite Sache, die hier Anwendung findet, ist Tutka. Tutka ist auch ein sehr, sehr wertvolles Supplement in Bezug auf die Lebergesundheit. Er war lange Zeit als Novel Food eingestuft, das heißt, dass man das gar nicht so richtig bekommen hat. In allen Ländern der Welt war das wieder erlaubt, nur in Deutschland natürlich nicht, weil die Regularien da wieder irgendwas gefunden haben, was ihnen nicht gepasst hat. Jetzt momentan zumindest kann man es wieder kaufen, mal gucken, wie lange noch. Solange das legal ist, nutzen wir das natürlich auch, um einfach die Lebergesundheit dementsprechend nochmal zu unterstützen. Da sind jetzt auch 600 Milligramm in der Mahlzeit mit dabei.
Und hier solltet ihr vor allen Dingen darauf achten, dass das zu einer Mahlzeit genommen wird, die auch ein bisschen Fett dabei hat, damit das Ganze dann nicht letztendlich auf dem Klo landet, sondern sozusagen vom Körper da auch bestmöglich verarbeitet werden kann. Ansonsten haben wir auch nochmal die zweite Portion Cold Support hier drin. Ja, brauche ich nichts mehr zu sagen, haben wir schon im Frühstück groß erklärt. Super, super wichtig, um die Blutfettwerte in einem vernünftigen Bereich zu halten. Und hier ist es auch wieder sinnvoll, die Einnahme, gerade wenn ihr so eine hohe Dosierung nehmt wie ich, das über den Tag zu verteilen und dann dementsprechend die Einnahmezeitpunkte wieder so zu timen, dass ihr da jetzt nicht alles auf einmal habt und dann ja, die Wirkung da dementsprechend über den Tag aufteilt. Genau, das hauen wir jetzt uns erstmal hinterher. Ihr seht schon, ich habe hier wieder die große Tablettenbox. Das ist immer die, die ich mir so fürs Hinterherhauen direkt bereitstelle. Und das ist die Tablettenbox. Ich muss sie bald mal wieder auffüllen. Die sind schon wieder fast alle. Also mal, wenn die Peak-Bestellung kommt, ist immer erstmal großes Tablettensortieren angesagt. Die habe ich einfach aus dem Baumarkt geholt. Das ist eigentlich so ein Schraubenkasten oder so, der mir einfach dabei hilft, die ganze Woche schon im Voraus vorzubereiten. Und ihr habt gesehen, hier kommt einiges an Tabletten zusammen. Und weil ihr das nicht einfach jedes Mal aus den einzelnen Boxen da rausholen wollt, packe ich mir das alles schon hier dementsprechend in die große Kiste rein. Das ist das, was ich zur dritten Mahlzeit nehme, also jetzt. Und das ist, was ich vorm Schlafen nehme. Und so habe ich das immer aufgeteilt, brauche das dann nur rausnehmen und dann nicht die ganzen Dosen hin und her schmeißen, gerade wenn es mal stressig zugeht. Ihr kennt das alle, montags irgendwie, Terminkalender ist voll, dann habt ihr alle anderen Sorgen, als irgendwelche Tabletten zu sortieren. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, macht diese Vorbereitung, die ist unheimlich wertvoll, denn gerade bei solchen Mengen und solchen Zusammenstellungen, dass es so kompliziert aufeinander abgestimmt ist, ist es natürlich enorm wichtig, dass ihr das Ganze auch mit der Zeit durchführen könnt und das hilft enorm. In meinem Alltag könnte ich das im Leben sonst nicht aufrechterhalten, von daher einmal die Mühe machen, das so vorzubereiten und dann sozusagen erstmal 10 Tage jetzt für meine Box davon profitieren, das Ganze durchzuziehen. Notfalls habe ich immer noch die Reservebox dabei, die habt ihr schon nach dem Training gesehen, wo ich immer noch mal all diese Sachen einmal extra dabei habe, denn man weiß nie, was passiert, man ist mal unterwegs, es dauert länger und so. Lieber auf Nummer sicher gehen, das tut euch nicht weh, die Box dabei zu haben sozusagen und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, was eure Supplementversorgung angeht. So Leute, nächste Station für heute. Ich hier nochmal mit dem lieben Timo getroffen in einem McFit, ein Ort, den ich eigentlich schleunigst vermeide, aber wir treffen uns hier heute nochmal, um an meinem Posing zu arbeiten. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen schon angefangen, ein bisschen loszulegen, an der Präsentation und so weiter zu arbeiten. Und jetzt standen wir gerade ganz schön doof da, als wir gemerkt haben, die Tür ist zu. Aber hier war eine coole McFit-Kollegin am Start, die selber auch Posing macht und so weiter. Sie sagt, sie versteht das komplett, hat uns jetzt hier den Schlüssel gegeben. Und eigentlich noch cooler, jetzt haben wir wirklich unsere Ruhe und können jetzt hier richtig loslegen. Yes. Genau. Yes, one more. Schön rein. Yes. Schön. Einmal Luft. Yes. Da müssen wir nachher noch gucken, dass wir, wie gesagt, das hier unten, das müssen wir wegschieben. Das muss wirklich eine Idee sein. Ja, die machen wir. So, pass auf, jetzt machen wir vor die Stimme gerade. Und jetzt kippst du mit deinem Arsch beide. Ja, genau. Und jetzt kannst du mich hier wieder ein bisschen gerade bleiben. So. Posing ist beendet und war auf jeden Fall mehr als produktiv. Wir haben gerade bei 2, 3 Posen wie Lat Spread und auch in der Doppelbizeps von vorne nochmal deutliche Fortschritte machen können. Da ist es wirklich Gold wert, jemanden wie Timo an der Seite zu haben, der das Ganze hier wirklich mit Herzblut macht und mir da nochmal die richtigen Tipps gibt, für die ich wahrscheinlich 3 Jahre brauchen würde. Manchmal stellt man nur das Bein ein bisschen raus und sieht komplett anders aus und genau diese Momente hatten wir heute mehrfach. Deswegen hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und vor allem cool, dass wir den Raum überhaupt mal aufgekriegt haben. Das wäre jetzt hier der Obergau gewesen, wenn wir extra schon spät hierher kommen und dann nicht mal posen können. Jetzt wird es aber auch wieder Zeit zu futtern. Die nächste Mahlzeit steht an. Und hier gibt es jetzt wieder, ihr kennt es mittlerweile schon, Reis und Kartoffeln im Mix mit Spinat diesmal wieder. Und als Proteinquelle steht jetzt Pute an. Die kann ich euch auch ans Herz legen, gerade wenn ihr in Diätphasen seid, denn das Fleisch ist einfach nochmal so ein bisschen fasriger als Hähnchen, hat aber die gleichen Nährwerte und sättigt mich persönlich einfach wieder mehr. Von daher nehme ich es natürlich gerne mit. Und dazu gibt es jetzt hier auch wieder Omega-3s. Da nehme ich 6 Kapseln von den Omega-3s Plus. Bei Omegas müsst ihr wirklich aufpassen, denn da ist das Entscheidende, wie viel EPA und DHA in den Kapseln enthalten ist. Denn das ist letztendlich das, was diese positive Wirkung von den Omega-3-Fettsäuren macht, die wir uns davon eigentlich versprechen. Ganz viele Billiganbieter auf dem Markt haben irgendwie 30% oder so. Und dementsprechend hier die Peak-Kapseln, der höchste Anteil von EPA und DHA auf dem deutschen Markt. Unschlagbar, mit der Dosierung macht ihr auf jeden Fall nichts falsch und braucht ihr dementsprechend auch nur halb so viele Kapseln wie von diesem Billigzeug. Und habt halt eure wertvollen Fettsäuren am Start.
So, Freunde, zurück vom Posing und direkt hier wieder an den Computer geschwungen. Nehmt euch mal kein Beispiel an mir. Zu später Stunde solltet ihr Blaulicht eigentlich vermeiden. Deswegen sind wir auch heute Morgen mit den Tageslichtlampen in den Tag gestartet und beenden ihn jetzt hier mit dem Blaulichtfilter. Schaut mal, deswegen ist der Bildschirm hier so lustig rot-orange, weil diese Lichtfrequenz da halt rausgefiltert wird, die dann dementsprechend dafür sorgen würde, dass der Körper kein Melatonin und Co. produziert. Ja, und das ist auch genau das richtige Stichwort. Schlafsupplements stehen jetzt hier an. Die stelle ich mir auch immer schon bereit. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, jetzt passt es, werden die dann eingeschmissen. Da würde ich euch ganz klar empfehlen, ganz klarer Fehler, den viele machen, das Ganze schon eine halbe bis Stunde vorm Schlafengehen einzunehmen, denn die Sachen müssen ja auch erstmal wirken. Wenn ihr das jetzt nehmt und dann da euren Gute-Nacht-Quark direkt hinterher haut und das alles im Magen rumliegt, dann wirken die Sachen, wenn ihr Glück habt, so zur Mitte der Nacht und werden euch nicht dabei helfen, einzuschlafen. Von daher, möglichst auch hier wieder auf leeren Magen, so eine Stunde vor der letzten Mahlzeit, ideal vom Zeitpunkt, damit diese ganzen Sachen hier gerade im Sleep and Dream auch wirklich Wirkung erzielen können. Sleep and Dream, auf jeden Fall mein ganz klarer Favorit hier, denn es ist die Nonplusultra-Mischung, wo ihr alles drin habt, ohne Schnickschnack in vernünftigen Dosierungen, um wirklich gut schlafen zu können. Egal, ob es Theanin ist, das fährt euch runter, Magnesium ist drin, Zink, also Kofaktoren, die für die Melatoninproduktion dabei sind. Melatonin selber ist drin, aber auch Ashwagandha, wisst ihr alle, stresslindernd und auch nochmal hier, um dementsprechend die Schlafqualität zu fördern. Also wirklich die Nonplusultra-Kombi. Ich mache eine Anpassung, dass ich noch mehr Magnesium hinzufüge. Wir haben nach dem Training schon mal kurz drüber gesprochen. Einfach durch das hohe Körpergewicht und das viele Schwitzen, gerade jetzt auch wieder durchs Posing, da geht natürlich eine ganze Menge raus. Und ist natürlich verständlich, das Produkt muss natürlich für alle so ungefähr passen, weil ich da so ein bisschen rausfalle aus dem Normalburger. Gibt es jetzt hier nochmal extra Magnesium on top. Das Ganze habe ich dann hier wieder für mich vorbereitet. Eine Portion plus Magnesium, mehr braucht es nicht, da ist alles drin. Und in Pulverform gibt es jetzt hier auch nochmal ein paar Subs. Die sind hier vorbereitet, das ist GN, das ist nicht von der Konkurrenz, keine Sorge, sondern das ist Good Night. Ich schreibe mir halt immer auf die Decke rauf, was es ist, weil ihr habt gesehen, wie viel ich im Voraus vorbereite und da geht es natürlich super schnell, dass man durcheinander kommt. Von daher hier immer kennzeichnen, damit ihr nicht mal euren Pre-Workout-Booster hier versehentlich abends trinkt. Das ist jetzt hier die zweite Portion Glutamin. Ne, die dritte mittlerweile schon, entschuldigt. Die erste morgens, die zweite im Training, die dritte dann abends vorm Schlafen gehen, sodass ich auf meine 30 Gramm am Tag komme, 3x10 Gramm. Für Immunsystem und wie gesagt Darmgesundheit, ganz, ganz wichtig. Ja. Der Vorführeffekt, Leute. Natürlich geht alles schief. Was ich vergessen habe zu erwähnen. Eine Sache ist hier noch drin, außer dem Glutamin. Und das ist die Aminosäure Glycin. 5 Gramm in Pulverform. Da piekt momentan noch kein Produkt am Start. Wird von mir aber immer angeregt, dass da mal was in die Richtung kommt. Denn Glycin ist besonders wertvoll, um eure Schlafqualität ebenfalls zu steigern. Das heißt, hier in eurer Mischung vor dem Schlafengehen eine super günstige und effektive Variante, die Schlafqualität nochmal nach oben zu treiben in Verbindung mit dem Sleep and Dream. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, das in Kapselform abzufüllen, denn 5 Gramm in Kapseln würden dann auch mindestens 5 Kapseln mehr pro Portion bedeuten. Das ist natürlich für viele auch erstmal irgendwie so ein bisschen abschreckend, wenn sie da irgendwie 15 Kapseln pro Portion nehmen müssen. Dementsprechend füge ich das jetzt hier extra hinzu und habe so wirklich die Nonplusultra-Versorgung, wenn es darum geht, nicht nur einzuschlafen, sondern auch dann beim Schlafen die Schlafqualität in den wichtigen Tief- und REM-Schlafphasen entsprechend hochzuhalten. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall schädlich. Das solltet ihr nicht machen, wenn ihr gut schlafen wollt. Ich mache jetzt hier noch das Nötigste fertig, dann den Rest gibt es dann morgen. Macht die wichtigsten E-Mails und dann machen wir uns auch mit großen Schritten auf zur letzten Mahlzeit. So, Freunde, langer Tag und meine Schlafsubs machen sich ja auch bemerkbar. Von daher lasst uns mal jetzt hier Gas geben mit der letzten Mahlzeit, dass ich noch ein paar gescheite Worte rauskriege und das Ganze für euch hier vormachen kann. Denn da kommen immer unglaublich viele Fragen zu. Und wir machen jetzt einmal zusammen Proteinmilchreis. Erste Zutat: Flohsamenschalen. Die sind super wertvoll für die Verdauung. Hier geht es so ein bisschen die Dosierung abzugreifen. Ich mache jetzt hier 10 Gramm, aber macht das bloß nicht einfach so nach. Hier geht es wirklich, sich ranzutasten. Startet mal mit 5 Gramm pro Mahlzeit. Das macht sich natürlich super in so Milchreis, Porridge und solchen Geschichten. Da könnt ihr das einfach mit runterrühren. Notfalls spricht aber auch nichts dagegen, wenn ihr eine herzhafte Mahlzeit habt, dass ihr das einfach mit dem Löffel hinterher haut. Genau. Nächste Zutat ist Zimt. Und ich sehe gerade, das ist fast alle. Da gibt es 3 Gramm. Mal wieder nachbestellen.
fülle ich mir halt dementsprechend immer um, weil das immer in diesen Tüten kommt. Und beim Zimt gibt es auch wieder einen Tipp, wie sollte es anders sein? Da solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr Ceylon-Zimt nehmt. Denn Cassia-Zimt oder wenn einfach nur Zimt draufsteht, dann heißt das immer, das sind irgendwelche Billig-Zimtsorten, die einfach zusammengepanscht sind. Und die halten alle den Giftstoff Curamin. Der ist nicht wirklich förderlich für eure Gesundheit und gerade in den großen Mengen. Die ganze Bodybuilding-Szene ist irgendwie so zimtverrückt und kloppt sich da immer grammweise Zimt in jede Mahlzeit rein. Könnt ihr auch machen, wenn ihr den Ceylon-Zimt nehmt, aber bei den ganzen anderen Ceylon, seht ihr, es geht schon los, Schlafsabs wirken. Bei den ganzen anderen Zimtsachen solltet ihr mehr als vorsichtig sein, denn da tut ihr euch gesundheitlich keinen Gefallen mit. Nächste Sache, Salz. Natürlich auch wichtig. Wenn ich nicht nur viel Magnesium ausschwitze, müssen wir natürlich auch wieder das Salz auffüllen. Und weil ich das hier immer in diesen praktischen Grammbeuteln habe, komme ich da auch keine Probleme, denn ihr wisst alle, wie es ist mit den Salzmühlen. Da kippt ihr mal rein und dann steht auf der Waage 0, 0, 0, 0 und dann irgendwann 12. Danke. Und das dann wieder rauszukriegen aus der Mahlzeit, ist dann natürlich immer so eine Sache. Ihr seht schon, ich habe zwei verschiedene Salzpakete. Das eine ist nämlich mit und das andere ist ohne Jod. Damit ich genau auf die richtige Menge Jod für mich komme, die ich euch jetzt natürlich nicht vorgeben kann, denn das ist individuell auf eurem Körper. Je nachdem, wie viel ihr schwitzt und wie viel Jod ihr über die Nahrung aufnehmt und so weiter. Nur mal als kleiner Einblick, über was man alles so nachdenken kann, um dann letztendlich hier wirklich alles rauszuholen. Jetzt kommt aber hier das Herzstück vom Proteinmilchreis und das ist das Hybrid-Protein. Mein absoluter Favorit, wenn ihr das probiert habt, werdet ihr danach kein anderes Protein mehr verdrücken. Ich sag's euch, das ist so geil cremig, dass ich mich hier wirklich jeden Abend drauf freue. Und jetzt wird hier erstmal ordentlich aufgeladen. Das Hybrid-Protein zeichnet sich dadurch aus, dass ihr ein Mehrkomponenten-Protein habt. Das heißt, da ist Whey drin, Ei, aber auch Casein-Protein, was es zu einem Allround-Protein macht, weshalb ihr es eigentlich auch zu jeder Tageszeit essen könnt. Das heißt, das Ganze ist wie so eine normale Mahlzeit, wo ihr jetzt Fleisch oder so esst. Ja, komm, brauchen wir auf jeden Fall eine große Menge, damit es auch schön cremig wird. Genau. Ist jetzt nicht wie Whey zum Beispiel, was extrem schnell verdaut wird und jetzt auch nicht wie Casein, was irgendwie extrem langsam, sondern irgendwo dazwischen, wie entsprechend eine normale Mahlzeit und dann super viele Anwendungsgebiete hat. Genau, das heißt, wir haben jetzt die ganzen trockenen Zutaten hier. Als Alternative könntet ihr natürlich auch den Proteinpudding nehmen. Der ist ähnlich gut geeignet, der ist komplett mit einer Casein-basierten Proteinquelle. Das heißt, auch direkt vor dem Schlafengehen natürlich die ideale Alternative, die für alle, die jetzt keinen Quark oder so mögen. Das Zeug ist halt unglaublich lecker. Ich persönlich mag aber das Hybrid sogar noch mehr von der Konsistenz für das, was ich jetzt hier veranstalte mit dem Milchreis. Gerade auch mit dem Zimt und so, das schmeckt dann so wie der Müllermilchreis. Und dementsprechend geht es hier auf jeden Fall mal auszuprobieren. Im nächsten Schritt kommt jetzt hier Wasser drauf. Und jetzt kommt die absolute Geheimzutat, der Schneebesen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das mit einem Schneebesen macht. Der sorgt nämlich dafür, dass das Ganze viel, viel besser von der Konsistenz wird. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Ich habe auch so einen elektrischen Schneebesen, den kennt ihr schon aus meinem Meal-Prep-Video. Aber ratet mal, wer heute passend zum Full Day of Eating natürlich hat vergessen, den aufzuladen. Ganz genau. Am Ende gibt es noch einen Spritzer Süßstoff. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht irgendwie Erythrit und diese Sachen nehmt. Also Süßstoff ist nicht gleich Süßstoff. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Sorten und dementsprechend auch welche, die zum Beispiel auf Zuckeralkoholen basieren, was eurer Verdauung auf jeden Fall extrem schaden kann. Von daher achtsam sein, welchen Süßstoff ihr nehmt. Das für mir ist jetzt hier so eine Cyclamat-Saccharin-Mischung. Die gibt es meistens hier zum Beispiel jetzt im Lidl. Also diese Flüssigsüßstoffflaschen, die ihr findet in Aldi, Lidl und so weiter, sind zu 90% diese hier und funktionieren ganz gut für die Verdauung für die meisten Leute, aber trotzdem sicherheitshalber nochmal nachgucken und vor allen Dingen auch wachsam sein, je nachdem wie viel ihr auch hiervon konsumiert. Es gibt ja Leute, die hauen sich da jetzt wieder irgendwie tonnenweise von dem Zeug rein und dementsprechend einfach mal die Verdauung im Auge behalten und schauen, wie sich das auswirkt, wenn ihr es dann vielleicht auch mal weglasst und mal einen Tag nicht nehmt. Genau, hier können wir aber auf jeden Fall noch, hier ist noch ein bisschen Wasser am Start. So, bei der Konsistenz, da bin ich immer sehr eigen, das muss echt alles genau passen. Ihr kennt das bestimmt alle in der Diät, wenn man irgendwie so total verrückt wird mit seinem Essen und dann irgendwie ganz wilde Sachen macht, weil man nur noch an Essen denkt und der Hunger so groß wird. So schlimm ist es bei mir noch nicht, aber ich merke halt auf jeden Fall, dass ich mir bei den Mahlzeiten immer extrem Mühe gebe und so weiter, dass das alles bestmöglich zusammenläuft, wo man in der Aufbauphase dann irgendwie schon mal drüber hinweg seht. Genau. Das heißt, erstmal die ganzen trockenen Zutaten rein, dann kommt Wasser hinzu, ihr verrührt das Ganze mit dem Schneebesen, ganz wichtig.
Jetzt habe ich mich natürlich zweimal doof angestellt. Ich habe nicht nur den Akku nicht geladen von dem Ding, sondern ich habe auch mein Mandelmus alle gehen lassen und das Neue ist noch nicht da. Vielen Dank an die DHL. In dem Sinne improvisieren wir jetzt ein bisschen mit Olivenöl. Auch eine sehr, sehr gute Fettquelle. Wie gesagt, sonst würde ich Mandelmus reinmachen. Das passt noch ein bisschen besser und macht euch keine Sorgen, das geht hier total unter, das schmeckt man gar nicht. Also könntet ihr auch problemlos nehmen, wenn Mandelmus jetzt gerade nicht verfügbar oder zu teuer ist oder so. Olivenöl und Mandeln sind eine super Fettquelle für einfach ungesättigte Fettsäuren. Die wirken sich sehr, sehr positiv auf eure Blutfette aus und tragen allgemein zu eurer Gesundheit bei. Kann ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, wie wir vorhin schon mal besprochen haben. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Fett, sondern eher was für ein Fett ihr aufnehmt. Und da ist Olivenöl bzw. auch Mandeln ganz, ganz vorne mit dabei, von daher auch jetzt hier bei mir in meiner letzten Mahlzeit. Das Ganze hat auch nochmal den Vorteil, dass wir die Verdauung dadurch verlangsamen. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt aktiv steuern kann, um die Verdauung zu beschleunigen oder auch um sie zu verlangsamen. Und in dem Fall wollen wir jetzt natürlich über die ganze Nacht versorgt sein. Und da sind halt drei Sachen besonders hilfreich. Das sind einmal Fette durch das Olivenöl, das sind Ballaststoffe durch die Flohsamenschalen. Und das sind nochmal Nummer 3 langsam verdauliche Proteinquellen, wie das Casein, was wir hier in dem Hybrid mit drin haben. Das Ganze wird jetzt hier im Magen rumliegen und dafür sorgen, dass ich die ganze Nacht sehr gut versorgt bin. Das würde ich dementsprechend vorm Training nicht machen. Ihr habt es gesehen, da esse ich eher so Eiklar, Hühnchen, ein bisschen Obst und so weiter, alles schnell verdauliche Sachen. Und genau hier machen wir uns das Gegenteil zunutze, dass ich hier auch schön versorgt bin. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel Reis wir hier reinhauen. Denn es wird ja ein Milchreis. Genau, da nehme ich dann einfach gekochten Reis. Ich nehme Parboiled-Reis, der ist schön körnig und führt dann einfach dazu, dass ihr hier wirklich die perfekte Milchreiskonsistenz habt. Weil mit so einem Jasminreis oder so wird das sicherlich auch irgendwo schmecken, aber bestimmt bei weitem nicht so gut, dass wir hier wirklich das Nonplusultra von der Konsistenz rausholen. So, jetzt konzentriere ich mich mal hier. Ich bin nicht der beste Multitasking, das will ich nicht zu viel machen. Ich kenne mich da schon. Wenn ich was versuche zu erklären, ist schon mal ein paar Sachen schief gegangen. So, gleich wieder rein mit dem Schneebesen. Das könnt ihr alles gleich vermengen. Gerade wenn der Reis schon mal ein bisschen gestanden hat oder im Kühlschrank war, passt das ideal. Ist ja eh ein kaltes Gericht. Kann man also in dem Sinne auch super vorbereiten. Und ihr seht schon, die Konsistenz ist wirklich genial. Hybrid-Protein erfüllt hier voll seinen Zweck. Hier wird auch mal genascht und geklickert. So, jetzt fehlt noch eine Sache, um die ganze Sache hier perfekt abzurunden. Und das sind Himbeeren. Auf jeden Fall hier Obst meiner Wahl. Himbeeren sind so ziemlich der Spitzenreiter, was das Nährstoffprofil von Beeren angeht. Heidelbeeren sind natürlich zum Beispiel auch super, sind aber für die meisten Leute nicht so gut verdaulich. Das heißt, Himbeeren ist wieder so der beste Mittelweg zwischen, die meisten Leute können es verdauen und es liefert die meisten Nährstoffe. Ballaststoffe ganz vorne ran, es gibt glaube ich keine Beerensorte, die so viele positive Ballaststoffe beinhaltet wie Himbeeren. Von daher jetzt hier auch natürlich wieder gemeinsam mit dem Flohsamenschalen eine sehr gute Sache für die Verdauung und für die Darmgesundheit. Da habt ihr gemerkt, lege ich schon großen Wert drauf, auch mit dem Glutamin über den Tag, die Enzyme und so weiter. Das ist ein Faktor, der einfach von vielen noch vernachlässigt wird, aber zu Unrecht, denn das kann euch enorm helfen, hier die Nährstoffe auch bestmöglich alle zu verwerten. Jetzt hier noch ein paar schöne Himbeeren drauf. Auch hier wieder ganz klare Empfehlung in der Diät. Deckt eure Kohlenhydrate nicht nur über Kartoffeln, sondern zum Beispiel auch durch Beeren. Da könnt ihr jetzt einfach mal hier 250 Gramm Beeren hinzufügen und habt dementsprechend eine große Portion. Wenn der Hunger mal wieder groß ist, ihr merkt schon, darum dreht sich heute alles und könnt dann ordentlich reinhauen. Bei Beeren solltet ihr auf jeden Fall auch auf TK zurückgreifen, weil das einfach nur ein Drittel, wenn überhaupt, kostet von dem. Ist genauso gut, wenn ihr wisst, wann ihr die vorher rausnehmen müsst, damit die so leicht angetaut sind, sind die wie frische, schmecken nicht schlechter und ihr habt immer eine gute Qualität und vor allem nur ein Drittel des Preises. Von daher würde ich mich nicht verrückt machen mit frischen Beeren. Die sind mal schweineteuer und die Hälfte ist schon verschimmelt. Nehmt TK und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und das Ganze wird jetzt hier verdrückt mit dem Latte Macchiato Löffel. Die Hardcore-Diät-Freunde unter euch kennen das schon. Das ist einfach ein Löffel, der vorne wie so ein kleiner Teelöffel ist, aber einen langen Stiel hat. Weil, wenn ich das Ganze mit einem kleinen Löffel essen würde, dann würde ich immer mit meinen Fingern da in der Schale rumkratzen und da schon in den Milchreis rumrühren. Mit dem langen Löffel ist das kein Problem. Können wir das hier schön dementsprechend verrühren und essen aber nicht so schnell. Denn gerade wenn was schmeckt wie das Hybrid-Protein, wenn ihr mir hier einen großen Löffel gebt, brauche ich keine 2 Minuten, bis ich das weggeknallt habe. Und dementsprechend zwinge ich mich sozusagen mit dem kleinen Löffel ein bisschen langsamer zu essen und packe den dann immer aus, wenn es in der Diät langsam kritisch wird. Ich würde sagen, ich lasse es mir jetzt hier erstmal schmecken. Dazu gibt es noch die nächste Runde Gesundheitssupplements.
Jetzt der zweite Einnahmezeitpunkt, wieder Kurkumin ist dabei, was wir vorhin schon hatten. Die zweite Portion Ultra A bis Z. Da, wie gesagt, verteile ich das so ein bisschen auf den Zeitpunkt und auch, ist ja sogar die passende Packung, Liver Support hier. Ihr seht schon, mit den Gesundheitsdosen kann ich bald einen eigenen Shop aufmachen. Lebergesundheit, habe ich vorhin schon ein bisschen was zu gesagt, unheimlich wichtig, um auch überhaupt erst wieder hier Makronährstoffe, Hormone und den ganzen Kram auch vernünftig verarbeiten zu können. Dementsprechend gibt es hier auch nochmal eine extra Unterstützung. Liver Support ist das All-in-One-Produkt, was hier auch wieder alle wichtigen Zutaten drin hat. Ihr kennt es, diese Oldschool-Sachen wie Mariendistel und so weiter, die im Bodybuilding schon seit Jahrzehnten angewendet werden, aber auch Artischocke, Cholin und so weiter. Also wirklich die perfekte Zusammenstellung, damit ihr nicht wieder bei Amazon 20 Dosen einzeln bestellen müsst, sondern hier eine Versorgung habt, die eurer Leber auf jeden Fall gut tut. In dem Sinne würde ich sagen, auf zur letzten Mahlzeit. Ich bin mehr als bereit fürs Bett. Das war wirklich wieder ein langer, langer Tag. Letzte Mahlzeit ist durch und ich blende euch mal hier noch die Werte für den Tag ein. So sieht ein normaler Diättag bei mir ca. 12, 13 Wochen vorm Wettkampf aus. Wird in der nächsten Zeit sicherlich nochmal ordentlich angezogen, aber ich habe mir extra einen langen Zeitraum rausgesucht, um langsam mit dem Gewicht runterzugehen und dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass möglichst viel von der neuen Muskulatur aus der Aufbauphase auf der Bühne ankommt. Wenn man da nämlich zu schnell vorgeht und das Gewicht nicht wirklich lange gehalten hat, was man in der Aufbauphase vorher draufgepackt hat, geht das mal ganz schnell, dass man das auch relativ schnell dann wieder mit der Kalorienreduktion abwirft und dementsprechend kann es schon von Vorteil sein, das Gewicht wirklich langsam runterzufahren, sodass der Körper hier auch dementsprechend viel behält. Genau, das war es mit dem Full Day of Eating und Supplements. Ihr habt mal einen kompletten Einblick bekommen, was ich hier so treibe, um dementsprechend Gewicht zu verlieren und auch meine Gesundheit bestmöglich zu halten. Ihr habt gesehen, da kann man wirklich einiges machen. Von daher auch hier ganz klar der Aufruf an euch, kontrolliert eure Blutwerte, nehmt diese Sachen in die Hand, achtet darauf, guckt nicht einfach weg, denn heutzutage kann man zum Glück zu viel machen und hier gezielt gegensteuern und auch Prävention betreiben. Von daher solltet ihr diese Möglichkeiten nutzen und dann dementsprechend auch natürlich eure Leistungsfähigkeit hier maximieren. Allzu viel schlaues Zeug wird heute nicht mehr bei rauskommen. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier zu. Ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.